Dann schreibt der User Mitro. Oh, das war sehr interessant. Hallo, mich würde das Thema Erziehung interessieren. Wie geht man damit um, wenn Menschen von außerhalb versuchen, das Kind zu indoktrinieren? Mein Kind kam letzte Weihnachten vom Kindergarten nach Hause und erzählte mir was vom Jesuskind und hat fest dran geglaubt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich meinem Kind klar machen konnte, dass das bloß ein Märchen ist. Neulich kam es traurig nach Hause und erzählte mir, dass ein anderes Kind gesagt hat, dass alle Menschen, die nicht an Gott glauben, böse sind. Wie genau kann man vorgehen, dass Kinder generell nicht auf dummes Zeug reinfallen? Und dann hat er noch eine kleine Anmerkung zu unserem Podcast, der schreibt: Mich nervt die Computerstimme, mit der ihr die Leserbriefe vorlesen lasst. Ich finde, es klingt grausig. MFG Mitro. Mit freundlichen Grüßen, Mitro. Ich finde die Computerstimme großartig. Ich finde meine Stimme auch großartig. Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag. Die Computerstimme finde ich auch großartig. Tut mir leid, Mitro. aber das Thema Kindererziehung ist tatsächlich sehr interessant. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was im Schulunterricht von einer weltlichen Schule man sich fast wünschen würde. Genauso wie ja auch vorkommt, wie schütze ich mein Kind vor Drogen oder Sekten. Ne, also ne, die Leute unterscheiden ja dann zwischen Kirchen und Sekten. Aber in meinem Blickwinkel würde ich auch sagen, dass das eigentlich zusammengehört und dass man da die Kinder tatsächlich, dass das wichtig ist. Allerdings habe ich jetzt keine konkreten Vorschläge. Ich bin da auch überfragt, was man da tun kann. Also wir haben, da muss man glaube ich sagen, wir haben alle drei keine Kinder und was wir sagen ist, zumindest nicht, dass ich wüsste, und da muss man unsere Ideen dazu, wir sind glaube ich mit Vorsicht zu genießen, weil sehr theoretisch. Ich glaube, es macht keinen Sinn zu versuchen, sein Kind, auch wenn der Reflex sehr verständlich ist, alle einzelnen Arten von irrationalen Weltbildern durchzudiskutieren und ihm genau zu sagen, warum die im Einzelnen nicht stimmen können. Das ist gut gemeint, aber im Zweifelsfall kommen irgendwelche Leute immer mit noch einem Weltbild um die Ecke. Wir haben ja festgestellt, dass es wieder die flache Erde gibt, dass es die Impfgegner gibt. Das ist so pseudoreligiös, würde ich sagen. Das habe ich auf Twitter gesehen. Leute, die ernsthaft in Deutschland davon ausgehen, dass die Welt von Echsenmenschen regiert wird. Und selbst wenn man quasi 500 Feuer gelöscht hat, kann immer noch ein 500 erstes irgendwo aufgehen. Was ich vielleicht empfehlen möchte, wie gesagt, völlig unqualifiziert ist, erzieh dein Kind zu kritischem Denken und zu skeptischem Denken. Mach dem Kind klar, dass es Leute gibt, die Sachen behaupten und auch Sachen ehrlich für wahr halten, ohne dass sie wissen, dass das stimmt. Wenn das Kind das verstanden hat und wird dann auch ganz bestimmt auf ganz viele Beispiele in seinem Umfeld treffen, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, das hat der User ja auch gesagt, dann denke ich, wird das Kind von alleine kritisch denken lernen, wenn man ihm da ein bisschen hilft und sich anguckt, ah ja, das könnte was sein und das könnte was sein und lernen, wie man damit umgeht. Man lernt also damit umgehen, dass es Leute gibt, die widerstreitende Sache behaupten, die überhaupt keinen Grund haben, das zu behaupten und die trotzdem meinen, sie hätten unbedingt recht. Also es gibt Leute, die sagen, sie hätten recht, ohne dass sie recht haben. Wenn man es schafft, das dem Kind nahezulegen, dass es ein guter Skeptiker wird, dass es ein guter kritischer Denker wird, dann hat man also, glaube ich, die beste Grundlage gelegt für die spätere Entwicklung, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, ein praktischer Hinweis, der in die Richtung geht, die du auch sagst, ist, wenn man dem Kind beibringt, dass Fragen stellen wichtig ist und dass so eine kleine Alarmglocke angehen könnte, wenn die Antworten ausbleiben oder wenn anstatt einer Antwort ein Wutausbruch folgt. Hinterfragt. Das stimmt alles. Hinterfragt also, alles. Guter Punkt. Ja. So viel dazu und sonst, vielleicht können ja auch andere User dazu kommentieren, die selber Kinder haben. Vielleicht haben sich andere Leute auch schon damit beschäftigt und können da auf dem Blog weitere Kommentare zu schreiben. Das finde ich toll. Dann habe ich einen Kommentar rausgesucht, was ich wirklich total verblüffend fand. Der Blog-Eintrag, wer ist Christ? Und den fand ich selber.